Die ersten Sonnenstrahlen des Jahres unterm Fernsehturm. Da macht das Wintertraining auf dem Kunstrasenplatz der Stuttgarter Kickers doch einfach richtig Spaß. Seit dem 7. Januar wird bei den Blauen wieder trainiert. Davor hatten die Spieler einen ganzen Monat frei. Und Trainer Tobias Flitsch ist mit den ersten Einheiten des Jahres auch schon recht zufrieden. Bis jetzt konnten wir alle Trainingseinheiten durchziehen. Vom Wetter haben wir bis jetzt immer Glück gehabt. Wir haben keine verletzten Spieler, wir sind also im Soll. Und das geht natürlich ruckzuck vorbei. Ruckzuck haben wir am 18. haben wir das erste Punktspiel. Aber wir sind im Soll. Mit 36 Punkten aus den bisherigen 18 Spielen und einen Punkt Rückstand auf den Tabellenführer Freiberg haben die Kickers eine gute Hinserie gespielt. Damit die restlichen 16 Spiele noch besser werden, wird in der Vorbereitung hart gearbeitet und viel probiert. Ist ja immer das Gleiche. Vorbereitung geht es hauptsächlich mal athletische Aspekte. Wir wollen uns aber und finden uns auch immer noch, wie gesagt, komplett neue Mannschaft zum Saisonstart und gewisse Abläufe versuchen wir zu optimieren und da bin ich aber guter Dinge. Die Qualität des Kaders ist groß. Die Kickers sind in der Oberliga natürlich der Aufstiegsfavorit Nummer 1. Und trotzdem haben die Blauen in einigen Spielen der Hinrunde gezeigt, dass noch viel Luft nach oben ist. Es sind immer mehrere Bereiche. Ich denke, wir haben in manchen Spielen einfach vermissen lassen, noch mehr Torchancen rauszuspielen. Wir haben in manchen Spielen einfach zu einfach Tore im Gegner gegeben und auch zu schnell den Ball hergegeben. Das muss man immer unterschiedlich betrachten. Unterm Strich versuchen wir natürlich als Team noch kompakter aufzutreten, versuchen Abläufe zu optimieren. Und dann denke ich, müsste es möglich sein, auch uns zu verbessern. Bei diesem Prozess werden zwei Spieler aber definitiv nicht mehr mit dabei sein. Der Vertrag mit Gregor Zivkovic wurde einvernehmlich aufgelöst. Der Kroate kam in dieser Saison auch kein einziges Mal zum Einsatz. Auch Nitricim Halili verlässt die Kickers nach 9 Spielen und 2 Toren. Am Samstag testen die Kickers um 14 Uhr gegen den Regionalligisten TSG Balingen hier auf dem Kunstrasen im ADM Sportpark. Die zweite Saisonhälfte startet dann am 16. Februar mit dem Heimspiel gegen den SV Oberachern.